Wir haben jetzt eigentlich ja sehr viel über die Therapie von Mangelernährung gehört. Aber wie kann man jetzt diese Maßnahmen überprüfen? Ja, die Evaluierung der Ernährungstherapie sollte immer an die zuvor gesetzten Ziele angelehnt sein. Eine Evaluierung ist deshalb ganz wichtig, weil man die Erfolge natürlich überprüfen möchte und auch die Therapie in regelmäßigen Abständen adaptieren muss. Welche Outcomes kann man für die Evaluierung heranziehen? Ja, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie sich die Nahrungszufuhr verändert. Hier geht es vor allem um die Aufnahme von Energie, also Kalorien, Eiweiß und anderen Nährstoffen. Ein geeignetes Instrument, um diese Nahrungszufuhr zu überprüfen, wäre ein Tellerprotokoll. Vor allem im stationären Bereich, im Krankenhaus zum Beispiel, ist es dafür notwendig, dass man einen berechneten Speiseplan hat. Und dann kann man im Tellerprotokoll eintragen, ob zum Beispiel die gesamte Portion, die halbe Portion oder nur ein Viertel der Portion gegessen wurde. Im Tellerprotokoll muss unbedingt auch Trink- und Zusatznahrung berücksichtigt werden, beziehungsweise enterale und parenterale Ernährung, wenn sie verabreicht wird. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur Abschätzung der Nahrungszufuhr, andere Ernährungsprotokolle beispielsweise oder auch einen 24-Stunden-Recall, um die Nahrungszufuhr in den letzten 24 Stunden zu evaluieren. Das klingt spannend eigentlich. Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Evaluierung? Ja, man könnte sich zum Beispiel auch anthropometrische Daten anschauen. Man kann anthropometrische Messungen machen, wie den BMI, den Wadenumfang sich anschauen, den Bauchumfang und so weiter. Ganz, ganz wichtig in der Therapie oder in der Evaluierung der Therapie bei mangelernährten Personen ist die Evaluierung des Gewichtsverlaufs. Das heißt, zu schauen, ob sich das Gewicht stabilisiert hat oder vielleicht sogar Gewicht zugenommen wurde. Meist ist es schon ein großer Erfolg, wenn man das Gewicht stabilisieren konnte. Außerdem könnte man ein Mangelernährungsscreening erneut durchführen. Auch das wäre eine Evaluierungsmöglichkeit. Und man könnte auch eine Biermessung im Verlauf machen. Hier hat man natürlich den Vorteil, dass man die gesamte Körperzusammensetzung im Verlauf sieht. Kann man auch die körperlichen Funktionen zur Evaluierung heranziehen? Ja, man kann auch körperliche Funktionen als Evaluierungsparameter für Ernährungstherapie verwenden, jedoch nicht als alleiniger Parameter. Hier wäre zum Beispiel möglich, eine Handkraftmessung zu machen. Dies macht man mit einem Handkraftdynamometer. Eine sehr einfache Messung, die sehr schnell durchzuführen ist und man weiß, dass die Handkraft uns Rückschlüsse gibt auf die Muskelkraft und Muskelmasse. Weitere Möglichkeiten wären auch noch die Messung der Ganggeschwindigkeit oder andere Testbatterien, wie zum Beispiel der SPBB, der Short Physical Performance Battery. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ja, um die Ernährungstherapie zu evaluieren, kann man auch ganz einfache numerische Rating-Skalen zum Beispiel verwenden. Dies sind Skalen von 0 bis 10, mit denen verschiedene Dinge abgefragt werden können und die Intensität bzw. das Ausmaß beurteilt werden kann. Man könnte hier zum Beispiel abfragen, wie gut ist der Appetit auf einer Skala von 0 bis 10 und dies auch im Verlauf messen. Oder man könnte auch Ernährungswissen abfragen. Eignen sich auch Laborparameter zur Evaluierung? Die Laborparameter eignen sich nur bedingt. Also Laborparameter wie Präalbumin, Albumin, Transferrin kann man natürlich evaluieren, sollte man auch und sich im Verlauf ansehen, jedoch eignen sie sich nicht als alleiniges Evaluierungsinstrument, weil sie einfach von vielen anderen Dingen auch noch beeinflusst werden können. Das ist wirklich perfekt, weil jetzt kann ich mir wirklich mehr darunter vorstellen.